Hallo ihr Lieben, wie du siehst, habe ich euch versprochen in meinem letzten Video und jetzt zeige ich euch diese schönen Muster, wie man diese Muster strickt. Es sieht schwer aus zu stricken, aber es ist wirklich sehr, sehr einfach. Diese Muster eignet sich für viele Sachen. Ich würde sagen, bei diesen Rückreihe, ja, als Schal, für mich wäre das natürlich am besten, würde ich das sehen als Lob. Als Lob, wenn wir das in die Länge stricken, in dem Fall hier in die Höhe stricken, und dann die Enden zusammennähen und zweimal zum Beispiel umwickeln. Da sehe ich wirklich ganz tolle Loop mit diesen Zacken hier. Was ich auch gedacht habe und sogar schon ausprobiert habe, das nervt mich ein bisschen mit den Stricknadeln, aber wir müssen durch. Man kann auch, aber dann quer, mit, nicht mit Nadelspiel, sondern mit zwei Stricknadeln eine Pulswärmer stricken. Und da hat meine Tochter gute Idee gehabt. Man kann hier mit Häkelnadel so einen Ring stricken, dass man hier über den Finger zieht. Und wie du siehst, dass wir überhaupt nicht schlecht aussehen. Dann haben wir gleich die Zacken hier und man kann wirklich, ich sag euch aus meiner Erfahrung, man hat so viele Möglichkeiten. Man kann so viele Sachen aus einem Muster strecken. Man muss einfach ein bisschen Ideen haben. Und das habt ihr bestimmt. Wenn ich die Arbeiten von euch sehe, was ihr strickt, was ihr mir die Fotos schickt, da sage ich nur Hut ab. Ganz toll. Ich würde gleich mit euch diese Muster stricken. Natürlich nicht mit dieser Stricknadel, weil die nerven mich hier so. Ich würde das auf die Holzstricknadel nehmen. Wir haben hier zwei Rapports, habe ich hier in die Breite gestrickt. Ich komme erstmal zu der Skizze. Und zwar, wir haben hier die Skizze, wie jedes Mal kannst du dir das entweder abschreiben am Anfang von diesem Video oder ich kann dir das bei Facebook oder per E-Mail schicken. Wir haben hier für einen Rapport 10 Maschen. 10 Maschen plus 3 Maschen vom Rapport und 8 Maschen nach dem Rapport. Das heißt, wenn du jetzt so wie ich hier, wenn wir jetzt zusammen 2 Rapports stricken, dann würdest du gleich sehen, dass wir nur dieses Teil stricken. Ich muss jetzt lachen, weil die dicke Lotti, die versucht in eine kleine Tasche reinzugehen und hat das geschafft. Da muss man nur lachen. Ja, Lotti. Da würden wir nur diese Teil immer wieder holen. Das heißt, wir stricken am Anfang, nach dem Maschenanschlag, stricken wir das Ganze hier bis hier. Zweiter Rapport stricken wir wieder hier von 1. Masche bis 10. Masche. Ich habe das, ich glaube, ich habe das so gut aufgeschrieben, dass du das dir merken kannst. Das heißt, kurz zu sagen, dieses Teil stricken wir nur am Anfang, nach dem Maschenanschlag oder wenn wir schon unsere 2, 5, 10 Rapports fertig haben, stricken wir dann dieses Teil.
Wir fangen jetzt mit der dritten Reihe, sagen wir. Dann stricken wir wieder die vier Maschen, die drei Maschen. Und dann stricken wir ein Rapport, zweites Rapport, drittes, viertes, fünftes und so weiter. Und am Schluss die Maschen hier, die am Ende sind, die acht Maschen. Gezeigt habe ich hier die ungeradene Reihe. Die geradene Reihe bei dem Muster stricken wir so, wie die erscheinen. Ich stricke jetzt, wir haben in der Höhe stricken wir von 1. bis 24. Reihe. Die 24. Reihe ist die geradene Reihe, da stricken wir die Maschen so, wie die erscheinen. Die 25. Reihe stricken wir wieder wie die ab der ersten Reihe wieder nach oben. Wir haben hier rechte Maschen. So zeichne ich die rechte Maschen. Gerade in diesem Muster habe ich hier keine linke Maschen gezeichnet. Dann haben wir die Umschläge hier. Und wir haben zwei Maschen zusammen mit dem Punkt. Zwei Maschen zusammen überzogen, die sich nach links biegen. Und die Buchstabe T ohne Punkt, das sind zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Wir können jetzt anfangen mit der ersten Reihe. Und wie ich schon sagte, wir stricken zusammen zwei Rapports in der Breite und ein Rapport in der Höhe. Gleich würde ich die hässliche Stricknadel weghaben, dann gibt es diese schlimme Geräusch hier nicht, weil das ist wirklich nicht so aushalten. So, die erste Reihe. Die Randmasche, die wird nicht gestrickt. Die heben wir auf. Dann haben wir eine Masche rechts. Eine Masche heben. Die zweite Masche stricken. Die gehobene über die gestrickte ziehen. Zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen, aber überzogen. Und zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ich muss hier was machen, weil das macht mich fertig hier mit diesem Geräusch. So, so, das waren die drei Maschen, die wir vor dem Rapport haben. Und jetzt fangen wir an mit dem Rapport. Eine rechte Masche, zweite rechte Masche und die dritte rechte Masche. Dann kommt ein Umschlag. Eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts, eine Masche heben, nicht stricken, zweite Masche rechts stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Und zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Da stechen wir hier vorne unter den zwei Maschen und holen den Faden durch. Das war der erste Rapport. Jetzt fangen wir wieder an mit dem zweiten Rapport und stricken drei Maschen rechts. Eins, zwei und drei. Machen einen Umschlag, eine Masche rechts. Ein Umschlag, zwei rechte Maschen, eine Masche heben, die zweite Masche stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Zweiter Rapport haben wir schon beendet und jetzt kommen die acht letzten Maschen, die du auf der Skizze hast. Das heißt, eine Masche rechts, zweite Masche rechts, die dritte Masche rechts.
ein Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag, zwei Maschen rechts und die Randmasche, die ich links abstrecke. Jetzt kann ich die Stricknadel zur Seite legen und arbeite weiter mit den aus Holz. Die machen keine Geräusche. So, jetzt haben wir die zweite Reihe und da, wie jede geraden Reihe, strecken wir die Maschen, wie die erscheinen. Ich zeige euch hier bei einem Rapport, was ich meine mit den Erscheinen. Die erste Masche ist die Randmasche. Hier haben wir die linken Maschen. Die erscheinen hier als linke Maschen. Also Faden nach vorne und wir stricken eine linke Masche, die zweite linke Masche. Hier erscheint ein Umschlag und auch die Umschläge in geraden Reihen stricken wir nach links. Und wieder eine linke Masche, Umschlag stricken wir auch nach links. Hier haben wir nur linke Maschen. Da wir in unseren ungeraden Reihen keine linke Masche haben, erscheinen hier alle Maschen nach links, weil da stricken wir nur rechte Maschen. Denkt bitte dran, die Umschläge, das ist sehr wichtig, weil dadurch haben wir unser Ajour. Die Umschläge stricken wir auch nach links. Und auch die Maschen, wo wir in der ersten Reihe oder in allen ungeradenen Reihen zwei Maschen zusammengestrickt haben, sind hier auch als linke Maschen zu stricken. Nur linke Maschen in den geradenen Reihen. Ich mache die zweite Reihe jetzt zu Ende mit euch und dann ab der vierten Reihe kannst du jede gerade Reihe selbst stricken, ohne meine Hilfe. Wir kommen jetzt zur dritten Reihe. Und zwar fangen wir wieder an mit der Randmasche. So. Wir fangen an mit der Randmasche und dann haben wir eine Masche rechts. Dann haben wir eine Masche heben, die zweite Masche rechts stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Und dann kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Das waren die Maschen vor unserem Rapport und jetzt fangen wir an mit unserem Rapport. Eine Masche, zweite, dritte, rechts. Umschlag. Eine rechts, Umschlag, zwei rechts. Eine heben, eine stricken. Nicht heben, sondern stricken die zweite. Die gehobene über die gestrickte ziehen. Und dann kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Und wir wiederholen unser Rapport. Drei rechte Maschen, 1, 2 und 3. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Zwei rechte Maschen. Eine Masche heben, die zweite Masche stricken. Die gehobene über die gestrickte ziehen. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Hier von vorne und den Faden holen. Und das war unser zweiter Rapport. Und jetzt am Schluss müssen wir nur, ich gucke gerade, weil irgendwas stimmt nicht. Hier haben wir zwei Rapports. Eins, zwei. Ja, das stimmt alles, das auch. Nach dem zweiten Rapport, wir sind jetzt in der Reihe 3, nach dem zweiten Rapport stricken wir drei Maschen rechts. 1, 2, 3.
machen einen Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei rechte Maschen und die Randmasche, die ich nach links strecke. Das war die Reihe 3. Ich muss euch jetzt, Entschuldigung, die Skizze nochmal zeigen. Das Ganze, was wir jetzt, was ich euch gezeigt habe, wie du siehst, wir haben jetzt die, ich rede jetzt über die ungeradenen Reihen, wir haben jetzt die erste, dann die gerade Reihe, zweite und die dritte jetzt gestrickt. Wie du siehst, diese Muster geht bis 11. Reihe, da ändert sich nichts. Wie du siehst, da ändert sich gar nichts. Das kannst du, wenn du nach hier die Skizze ausgedruckt hast, kannst du das gut sehen, dass da dass die 11 Reihen strickst du gleich. Erstmal ab der 13. Reihe sieht das ganz anders aus, wie du siehst. Und da sehen wir uns wieder. Ab der 13. Reihe, ich zeige euch dann die 13. Reihe. Wir können auch die 15. noch zusammenstricken und dann kannst du wieder weiter alleine stricken, weil wie du siehst, von der 15. Reihe bis 23. Reihe ist alles genauso gleich. Wir stricken jetzt die 4. Reihe, die strickst du so wie die Maschen erscheinen und dann 5., 7., 9., 11., so wie die erste und dritte, wie wir zusammen gestrickt haben. So, wir stricken jetzt oder würden stricken die 13. Reihe. Und wie du siehst, die 13., 15., 17., 19., 21. und 23., die sind auch gleich. Das hat sich so verschoben, kann man sagen. Deswegen, du weißt schon, was die Zeichen hier bedeuten. Ich würde mit euch eine oder zwei Reihen jetzt stricken. Sagen wir, die 13. und 15. würden wir zusammen stricken. Und dann den Rest kannst du schon alleine stricken. Das ist wirklich zu schaffen, auch für die von euch, die wirklich Anfänger sind. Wenn du die Skizze vor den Augen hast, dann ist das wirklich ganz, ganz einfach. Also nochmal, wir sind jetzt bei der 13. Reihe. Ich stricke mit euch die 13. und 15. Reihe und dann nach oben könnt ihr alleine stricken und wenn du die 24. gerade Reihe schon fertig hast gestrickt, so wie die Maschen erscheinen, dann fängst du wieder so wie die erste. Die 13. Reihe, eine Masche heben, das ist die Randmasche. Danach haben wir zwei Maschen rechts. Eine Masche rechts, die zweite und dann ein Umschlag. Das waren die drei Maschen vor unserem Rapport und jetzt fangen wir an mit dem ersten Rapport. Eine rechte Masche, ein Umschlag, zwei Maschen rechts, eine Masche rechts und die zweite. Eine Masche heben, die zweite Masche rechts stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Wir haben jetzt zwei Maschen zusammen überzogen, die sich nach links biegen. Da kannst du das ganz toll sehen, dass die sich nach links biegen. Und dann zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Hier von vorne, von der linken Seite, die rechte Stricknadel und den Faden holen. Und jetzt biegen sich die Maschen hier nach rechts. Danach haben wir drei Maschen rechts, 1, 2 und 3 und dann kommt ein Umschlag.
Das war erster Rapport. Zweiter Rapport fangen wir an mit der rechten Masche. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts, eine Masche heben, die zweite Masche stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Zwei Maschen rechts zusammen, die sich auch nach rechts biegen. Drei Maschen rechts, eins, zwei und die dritte und ein Umschlag. Und das war unser zweiter Rapport. Und jetzt stricken wir nach dem Rapport eine rechte Masche, Umschlag, drei Maschen rechts, zwei und die dritte. Eine Masche heben, die zweite Masche stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Und dann kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen und eine rechte Masche. Das war die 13. Reihe. Die 14. Reihe strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Ich wiederhole, alle geraden Reihen stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Bei dem Muster sind das in den geraden Reihen nur linke Maschen. Ich stricke jetzt mit euch noch eine Reihe, die 15. Die erste ist die Randmasche, danach haben wir die zwei rechte Maschen und ein Umschlag. Das waren die Maschen vor dem Rapport. Jetzt kommt eine Masche rechts, ein Umschlag. Zwei rechte Maschen, eine heben, die zweite stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Drei rechte Maschen, eins, zwei und drei und ein Umschlag. Und noch ein Rapport, eine rechte Masche, ein Umschlag, zwei Maschen rechts, eine Masche heben, die zweite Masche stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Drei Maschen rechts, eins, zwei und die dritte und ein Umschlag. Und jetzt kommen die acht Maschen nach dem Rapport. Eine rechts, Umschlag, drei rechts, eine heben, die zweite stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Und eine Masche rechts und die Randmasche. Und das war's. Wie du siehst, das ist wirklich ganz einfaches Muster. Sieht wirklich ganz toll aus. Und wie gesagt, das, für mich ist das ein Muster für ein Lob. 100%. Weil mit diesem Zickzack hier, das kann man wirklich ganz toll kombinieren, wenn du das zusammen nachher nähen kannst und das als Lob verwenden. Was du damit machst, ist deine Sache. Ich kann euch nicht sagen, was ihr damit mit diesem Muster stricken sollt. Die Skizze, wie gesagt, die kannst du dir abschreiben oder einfach mir schreiben und ich schicke dir die per E-Mail. Von 1. bis 11. Masche, wie du siehst, da ändert sich nicht. Das sind so zwei Teile, kann man sagen. Und dann von 13. bis 23. haben wir genauso wieder das zweite Teil. Das war's, meine Lieben. Ich hoffe, ich habe euch das so langsam und so gut erklärt, dass du dir das merken könntest oder aufschreiben. Ich würde mich freuen, wenn du wieder vorbeischaust.
Ich habe wirklich sehr viele Sachen für euch vorbereitet, aber die letzte Zeit war ich krank und die Zeit war nicht da. Ich danke euch und ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Mira.